willkommen zu einem Unboxing. Diesmal geht es um den Tilta Pocket 3 Erweiterungsadapter. Das ist ein Kamerakäfig für die DJI Pocket 3. Und dieser Kamerakäfig hat auch nochmal Löcher für Schrauben, das heißt für ein Viertel zum Beispiel. Und so könnt ihr dann an diesen Kamerakäfig zum Beispiel LEDs dran machen. Ihr könnt auch einen Griff dran befestigen. Ihr könnt aber auch diesen Kamerakäfig an eure andere Kamera befestigen, so dass ihr dann zwei Kameras zusammen nutzen könnt. Also da gibt es ganz viele Nutzungsmöglichkeiten, deswegen habe ich mir auch diesen Kamerakäfig geholt, weil ich natürlich dann auch, wenn man dann mal wieder für die Agentur tätig ist, da könnte man das theoretisch dann auch mal wieder schön an die andere Kamera drangeben und so spart man sich das Halten. Finde ich super, also von daher ist es auch ganz gut, unten zu befestigen. Man sieht ja auch hier überall, dass hier entsprechende Löcher sind für Schraubenbefestigungen. Und hier haben wir auch nochmal so eine kleine Behilfe, um die Schrauben reinzuschrauben. Das sieht man ganz unten, da hat man hier eine Schraube und die müsst ihr halt in die Osmo Pocket 3 hineinschrauben. Da habt ihr dann diesen Schraubendreher oder was man das, wie man das auch immer nennen mag. Und das ist ganz praktisch. Könnt ihr aber auch mit euren Fingernägeln in der Regel aufmachen, wenn ihr das Ganze jetzt nicht zu fest zuzieht. Ja, übrigens geht hier ganz gut der Akku-Adapter von der Osmo Pocket 3 hinein. Ich finde, es schließt am besten ab. Der normale Adapter soll aber auch hineingehen. Ich muss aber sagen, ich bin kein großer Fan von, weil da muss man ein bisschen aufpassen, weil es kann sehr schnell Kratzer hineingeben. Also da müsst ihr aufpassen mit eurer Osmo Pocket 3. Aber wenn ihr den großen Kameragriff nehmt, also den Akkugriff nehmt, dann geht das. Aber so klappt das zum Beispiel überhaupt nicht, ja. Deswegen immer mit dem Akkugriff nutzen, das ist das Beste überhaupt. Da gibt es auch keine Probleme, dass ihr irgendwelche Kratzer am Ende an eurer Osmo Pocket 3 habt. Preislich kann ich sagen, liegt das Ganze bei etwa 59 Euro und ich finde die Preis-Leistung angemessen. Ist eine gute Qualität, wird auch nicht kaputt gehen. Also von daher für die Ewigkeit und ich kenne mich mit Equipment aus, weil mir wie gesagt auch beim Fernseher arbeite, bei Agenturen arbeite, die haben auch solche Equipment. Das ist 1:1 dasselbe, also da könnt ihr bedenkenlos zugreifen, die Qualität passt in jedem Fall und ist auch von der Preis-Leistung angemessen.